Ist nicht gut. So, jetzt aber endlich. Aber now. Aber nun, willkommen zum neuen Turn of Behind You. Wir haben wieder ein bisschen was vor. Irgendwie, ich habe nie was vor. Martin hat immer scheiß Ideen. Ich habe nur super Ideen. Findet ihr die nicht auch gut? Schreibt mir in die Kommentare. Meine Ideen waren doch bis jetzt super. Und ich habe schon wieder eine neue Idee. Zieht es euch rein. Affenkind, ey. Es ist immer noch derselbe Tag, dieselbe Stunde und wir haben gerade das hier fertig gemacht mit dem Typ, ne? Mit dem Reacher-Kreuz und wir haben ja noch den Portalspiegel hier stehen, wie ihr seht. Und ja, mir ist da gerade wieder eine super Idee gekommen, was wir machen können, was du ausführst. Wieso machst du das nicht? Ich fasse keinen Reacher an. Aber du kannst ja Gläserrücken machen. Du machst das erstmal mit dem Reacher, dann noch mit Gläserrücken. Ich habe da eine Idee, ich muss das erstmal aufbauen. Ich will, melde mich gleich wieder. Ciao. Jo, Leute. Ich weiß gar nicht, wie das mit diesem Kanal noch enden wird. Irgendwann was brauchst du denn da? Irgendwann gehe ich nochmal in die Luft oder so. Was machst du da? Wir haben zu wenig Platz hier. Was brauchst denn du? Ich überlege gerade, wie wir das machen. Was machen? Was machen? So. Dann müssen wir da erstmal ein bisschen Platz schaffen. Aber wieso hast du eigentlich so viel Kamera-Equipment? Das ist ja... Weil ich das mal eine lange Zeit selber gemacht habe und, so. Immer noch nebenbei mache. Immer noch nebenbei machst. Ja. Erstmal Hose hochziehen hier. Du hast mir doch jetzt hier auf den Arsch geguckt, oder? Nö. Haben wir irgendwas, um dir die Augen zu verbinden? Wieso Augen verbinden? Nee, ich brauche irgendwas, um dir die Augen zu verbinden. Du könntest dir natürlich auch Bauschlappen. Ja, dann nimm mal hier das Moped. Ich bin ans Knöpfchen gekommen. Ich würde dir manchmal so gerne ins Gesicht furzen, wirklich. Ja, nimm mal hier irgendwie so was. Ich habe doch keine Ahnung, Lappen. Alter. Ja, genau. Was Durchsichtiges. Ja, da siehst du nichts durch. Aber ich bin das fest im Hals. Ich mag dir so gerne ins Gesicht furzen, wirklich. Das geht nicht. Ey, da denk doch mal vorher drüber nach. Wir haben hier so eine schöne Reihe und der Marc muss jetzt erstmal sich die Augen verbinden. Heute noch. Ja, Mann, hier. Ja, guck mal, das ist doch so ein toller Lappen. Das ist auch ein Lappen. Du bist ein Lauch, Alter. Willst du mir jetzt Augen verbinden? Ja, Augen verbinden. Verbinde mal die Augen. Ich stelle mal schon mal die Kamera hier hin. Dieser verfickte Knopf, ne? So, sind alle Boards drauf. Na, jetzt stehe ich hier wie ein Lauch. Ja, du bist ein Lauch. Du bist sowas ähnliches wie Schnittlauch. Das ist doof, das gefällt mir alles gar nicht. Ich kann es ja auch nicht sehen. Ich habe Augen verbunden. Ja, ist auch gut so. Kann man das nicht nach hinten wegklappen? Nein, kann man immer noch nicht. Ne? Ich meine, wenn ich jetzt kacken muss. Ja, auf Klo gehen. Ja, doch, das sieht gut aus. So, hast du Augen verbunden? Nee. Gut. Nehmen wir das mal. Nach oben. Ist auch so. So, jetzt darf ich die Torsche werfen und mit diesem Reacher-Board musst du dann arbeiten. Ja, eindeutig mit dem Altdeutschen. Kannst du ganz ausziehen. Hä? So, dieses Reacher-Board vor dem Portalspiegel. Aber. Die Porsche zeigt genau zu dem. Nein, das ist aber da, wo das meiste drauf liegt. Aber der Pfeil zeigt zu dem. Der liegt aber am meisten auf dem anderen Board. Jetzt kommen wir nicht mit der Scheiße, kannst du beide übereinander legen. Du kriegst vom Mittelfinger. Kannst du auch die beiden übereinander legen. Du nimmst das überhaupt mal auf? Ja, der Kamera steht doch da. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Du nimmst jetzt das Board. Welches? Das, wo die Planche drauf liegt. Oh. Sehr gut. Das nennt sich Planche-Roulette. Hier. Jetzt müssen wir hier auch wieder Platz machen. Immer. Ja, mach was. Du willst die Scheiße machen, Alter. Kannst deine Flaschen auch mal wegräumen. Ja, das ist, ich will damit symbolisieren, dass du die Flasche bist. Mag und aufräumen, ne? Das ist so zwei Welten prallen aufeinander.
Und jetzt höre ich damit hier vom Spiegel. Und wenn was begibt, dann gehe ja, ich, haben wir. Geh ich, werde ich da hoch teleportiert oder was? Nein. So, jetzt kannst du dich selber angucken. Hält der Stuhl nicht aus, werden wir merken. So, jetzt darfst du vor diesem Spiegel, vor dem Portal, eine Ouija-Sitzung machen. Und dann? Haben wir eine Ouija-Sitzung vor dem Portal. Bin ich denn da reingesogen oder was? Boah, dass du immer so übertreiben musst, ne? Reingesogen. Soll ich jetzt echt hier eine Sitzung knallen? Ja. Oder weißt du, was ich mich bei diesem Board überhaupt gefragt habe? Das Board ist echt groß. Warum sind die Buchstaben so klein hier unten? Weißt du, wie ich meine? Guck mal, hier sind Buchstaben, hier ist alles frei. Ja, das ist, damit du genug Platz zum Ende hin hast. Also, weil ich mich gefragt habe, warum macht man das, ja? Keine Ahnung. Auf jeden Fall die kleine Plansche passt auch dazu dann. Ja, ja. Ach so. Also wenn ich im Duden unter Irre gucke, habe ich immer einen Vogel. Alter. Wenn ich im Duden unter Irre gucke, habe ich immer dein Foto, Alter. Alter, wie soll das? Knie nieder, du alter Troll. Alter. Kannst du mir echt die Füße lecken da unten? Troll? Das ist gerade 2 Meter zu ausgeschlagen. Ja, der hat ausgeschlagen, weil dein Hirn arbeitet. So ein Troll, ne? Wirklich. Affenkind. Ja, jetzt kommen wir da hoch. Ja, ich komme hoch. Alter, ich schreibe dir heute noch eins. Hast du gesehen? Warum hat mir das jetzt ausgeschlagen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe null Ahnung. Also Leute, jetzt mal Spaß beiseite. Ne? Wir haben, wie lange ist das her, wo wir zuletzt was mit dem Portal gemacht haben? Ja, bestimmt, ne? Weiß ich gar nicht. Also der Spiegel ist echt groß, ne? Wenn ihr euch das mal genau anguckt, das ist ein riesen Moped. Also guck mal. Ja, riesen Moped. Ich glaube, das letzte Mal, als wir Besuch da hatten, ne? Hast du mit Parfüm drauf? Nee. Warum rieche ich Parfüm hier? Süßliches. Frauenparfüm. Ach, riechst du auch, ne? Mhm. Hab ich da vorhin nicht gerochen. Nee, du bist das nicht. Das riecht nach Jisan da Sun. Nee, ich denke, Jisan ist ein Frauenparfüm. Das riecht nach alten Mann. Ja, richtig alten Mann. Okay, vielleicht auch eine psychische Einbildung. Gesehen? Ja. Gesehen. Ich bitte nur die geistige Welt, sich hier und jetzt mit mir in Verbindung zu setzen. Wenn eine Seele anwesend ist, kannst du hier über dieses Ouija-Board mit mir in Kontakt treten. Du kannst meine Fragen mit Ja und Nein beantworten. Du kannst Buchstaben mir mitteilen, die wir zu ganzen Sätzen formen. Du kannst auch jederzeit die Sitzung beenden. Du kannst dich auch anderweitig im Raum hier über diesen großen Portalspiegel bemerkbar machen. Wenn du da bist, kannst du jetzt bitte das rechte K2-Meter ausschlagen lassen und mir damit bestätigen, dass du da bist. Ein Ausschlag heißt Ja. Bist du anwesend? Das ist immer eine Vorführung, lässt dich nehmen. Wenn du anwesend bist, lass bitte jetzt und hier das K2-Meter ausschlagen. Wenn du anwesend bist, mach dich bitte jetzt bemerkbar. Du kannst aber auch immer nur über das Ouija-Board mit mir kommunizieren. Wenn du da bist, mach dich auch bitte jetzt hier, wenn du möchtest, akustisch im Raum bemerkbar über Geräusche oder visuell, dass wir das jetzt hier sehen können. Ich bitte nun die geistige Welt, sich hier und jetzt mit mir in Verbindung zu setzen. Wenn eine liebevolle Seelepräsenz anwesend ist, kannst du hier und jetzt über dieses Ouija-Board mit mir in Kontakt treten. Ich möchte eine ernsthafte und sehr liebevolle Sitzung führen. Du kannst auch mit der Plansche arbeiten und mir meine Antwort mit Ja und Nein übergeben. Du hast aber die Möglichkeit, jederzeit die Sitzung mit Ende zu beenden oder mir auch Zahlen zu geben. Weiterhin würde ich mich freuen, wenn du dich auch vielleicht visuell bemerkbar machst, dass wir es mit unseren Sinnen wahrnehmen können. Bevorzugt kannst du die K2-Meter nehmen oder auch akustisch. Wenn eine Seele anwesend ist, mach dich bitte hier und jetzt bei mir bemerkbar. Schau mal. Aber sie ist jetzt auch nicht die erste Sitzung heute, ne? Ja. Schabt voll. Mhm.
Wer bist du? Willi. Hallo Willi. Danke, dass du mit mir in Kontakt trittst. Willi, wo bist du gerade? M. A. R. K. Marc. Ich bin Marc. Ich bin Marc. Du bist Willi? Kannst du uns sehen? Ja. Ein bisschen komisch gerade. Siehst du uns durch den Spiegel? Ja. Wie alt bist du? Dürfen wir dein Alter nicht wissen? Nein. Kannst du dich visuell bei uns bemerkbar machen? Ja. Schaffst du es, die K2 ausschlagen zu lassen? Okay, ist kein Ja, kein Nein, ein eventuell. Schaffst du es, dich visuell bemerkbar zu machen für uns? Bleibt stehen, minimaler Bewegung. Ist es für dich leichter akustisch? Ja. W. A. R. War. T. E. Warte. Wir warten auf deinen akustischen Beweis. Kannst du das bitte so machen, dass wir das mit unseren Sinnen auch wahrnehmen können? Das wäre super. Ja. L. A. U. S. C. H. Ich lausche. Ist K2 ausgestorben? Habe ich ja geträumt. Ich habe es nicht gesehen. Schwarze? Da habe ich mir das eingebildet. Okay, wir lauschen. Mach dich bemerkbar, bitte. Willi. Mach dich irgendwie bemerkbar, Willi. Floschi. E. C. H. Ich. B. E. N. T. O. D. Ich bin tot. Das wäre jetzt die erste Präsenz, die das dementsprechend so zugeben würde, ne? Wusstest du das schon vorher, dass du tot bist? Nein. Woran hast du es ausgemacht? B. E. N. Bin. A. L. L. E. I. N. E. Bin alleine. Was ist denn das jetzt? Dreieck. Er ist stehen gestanden. Das ist aus. Sitzung ist weg. Ich merke das, das ist raus. Aber guck.
guck mal, was ist das? Das ist doch ein Dreieck geworden. Ja. Das ist so wie so ein Dreieck gelaufen. Ja, ich danke für diesen liebevollen Kontakt. Ich bitte dich, mit Licht und Liebe zu gehen. Aber das war jetzt merkwürdig. War eigenartig, ne? Jo. Leute, der Spiegel ist merkwürdig, definitiv. Ich kann da jetzt auch nicht gerade mehr zu sagen. Ich muss das jetzt erstmal so ein bisschen sacken lassen, das ganze Thema. Und was merkwürdig war, war das Dreieck am Ende, ne? Ja. Was mich auch wundert, hier ist überhaupt keine kratzige Stelle. Das ist total glatt. Wieso konnte das überhaupt scheuern? Das ist total kernglatt. Wie geht das denn? Das ist voll gleich. Vielleicht irgendwas drunter gewesen. Das ist sauber. Keine Ahnung. Hier, Leute. Komische Sache. Ist immer so. Irgendwie ist total leisure, locker am Anfang. Und nachher ist es dann wieder, wo wir ein Fragezeichen im Kopf haben. Und mit diesen Sachen entlassen wir euch für heute. Also, haut rein. Bis dahin. Tschüss.